Neuen Folge von Let's Play Zelda oder auch The Legend of Zelda Twilight Princess HD, du HD 4K potenzieller YouTuber. Ich bin kein 4K potenzieller YouTuber, aber ich bin aber ein legendärer und auch sehr anderer. Nein, dum Mann. Egal, willkommen zum neuen Part. Ich hoffe, bei den dummen Witzen. Ich weiß, meine Witze sind echt ein bisschen harmlos und auch nicht ganz jetzt so lustig, aber ich will einfach heute nur einfach euch ein bisschen euch ja einfach unterhalten und dass es so ein bisschen spannend wird. Ich werde eben mal ohne euch ganz viel Vorbereitung machen, weil ich habe ganz, ganz viel davor. Ich hatte nämlich das nicht, ich konnte es nicht speichern, ich konnte es nicht speichern. Oh doch, ich guck mal eben. Bis gleich, egal. Wir sehen uns gleich wieder. Vielen Dank und Dankeschön, dass ihr euch auch das auch anguckt. Vielen Dank, bis gleich. So, ich bin einfach ultra geil. Ich meine es wirklich, fange ich nochmal an, meine Freunde. Heute geht es endlich mal wieder weiter mit der Zelda 2 Princess Let's Play Reihe, also hier auf meinem Kanal zumindest, ist gerade Zelda 2 sehr aktiv. Ich versuche auch wirklich fast jeden Tag ein Part hochzuladen. Auch wenn gestern kein Part kam, habe ich nämlich gestern mir so mal überlegt, meine Freunde, weil ich will ja nicht immer nur gleich, also nicht jeden Tag immer das gleiche bringen. Und dann habe ich halt gestern mal so einen kleinen Strichpunkt gesetzt und habe einfach mal gesagt, komm, heute fällt mal Zelda 2 Prinzessin aus. Also ich nehme keine Folge auf für den Mittwoch. Und da habe ich mir gedacht, komm, mache ich einfach heute am Donnerstag. Heute mache ich aber welche, habe ich mir angesprochen, dass ich heute eine Folge mache. Deswegen ist einfach heute eine neue Folge. Auch wenn ich dann nicht so weit komme, aber wir gucken mal, wie viel wir einfach dann immer nicht einen Part machen. So, aber heute wird es weitergehen hier in dieser Gruft hier. Es wird echt interessant. Ich bin auch sehr gespannt, meine Freunde, was wir heute auch so erkunden werden. Ich habe mir ganz viel vor mir hier heute Abend was aufzunehmen. Also nicht nur das Spiel, auch ich habe auch noch Close to the Sun vor zu spielen und noch andere Sachen, aber gut. So, gucken wir uns mal hier um, meine Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auch ihr. Und ja, mir ist echt fang gut, meine Freunde. Ich hätte nicht gedacht, ob das Ladekabel gerade so gut funktioniert oder auch ganz gut hier gerade irgendwie hält. Hätte ich echt nicht gedacht, meine Freunde, weil es am Anfang echt rumgebackt hat. Aber jetzt hält sie hier gut. Deswegen, ich bin extrem froh, meine Freunde. Und ich weiß nicht, warum dieser Arsch Wolf, nein, warum mitten da so dumm gesprungen ist. Ach, halt nicht. Ich glaube, es bringt so nichts. Ich glaube nicht. So, ich muss einfach jetzt wissen, wo ich hin muss. Deswegen, ja. Ich bin ein bisschen ruhig. Und ich weiß, dass ich früher so dumm war und ich hab nicht verstanden, was ich machen muss. Ich habe, glaube ich, früher nicht verstanden, was ich machen muss. Das war mir echt peinlich. Ach, okay, geht doch, okay. Sorry, ich wusste nicht, aber ist egal. Entschuldigung Sie. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ist irgendwas hier? Ah, okay, da ist ein Rubin drin. Okay, interessant. Schön, dass da ein Rubin drin ist. Das gefällt mir gut, meine ich. Entschuldigung. Aber es spielt einfach gut. Oh, ich habe ultra Bock auf das Spiel, ohne Scheiß. Ich habe das lange nicht mehr gespielt und jetzt muss ich auch endlich mal wieder ein zweites Spiel spielen. Ich muss das Spiel einfach jetzt das zweite Mal durchspielen. Mit euch zusammen, aber. Mit euch zusammen, aber nicht nur ohne mich. Nicht nur mit mir alleine, sondern auch mit euch zusammen, wenn ich euch zumindest herzlich einladen darf bei diesem Let's Play Part oder auch bei diesem ganzen geilen Let's Play Video hier. Und ich glaube, ich war dumm. Ich war, glaube ich, früher sehr dumm, meine Freunde, als kleines Kitty. Also, als ich das Spiel vor 3 Jahren gezockt habe auf der Wii U, als das Spiel auf frisch rauskam, habe ich echt ganz schön viele Scheiß wieder gemacht. Aber gut, so, ich würde sagen, let's go. Ich freue mich drauf. Du scheinst dich noch nicht an deine Gestalt als wildes Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lass mich dir sagen, Anfang, vielen Dank. Wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Interessant, alles klar. Dein Insekt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Aha, interessant. Vielen Dank, dass du es mir gesagt hast. Vielen Dank, alles klar. Sehr, sehr schön. Okay, und jetzt geht's hier weiter. Okay, interessant. Aber bevor ich reingehe, was ist das eigentlich hier für ein Totenkopf, wenn ich fragen darf? Ich glaube, das ist wichtig. Das würde ich sagen, komm. Wählen wir diesen Greif-Dingsbums hier erstmal nehmen und anfassen und erstmal richtig nach unten drücken, dass wir da auch reinkommen. Das freut mich wirklich sehr, meine Freunde. Das muss ich euch auch einfach sagen. Das wird echt geil. Und was haben wir eigentlich hier besonders drin? Hier haben wir nichts Besonderes drin. Oder haben wir da ein Buddeloch drin? Kannst du bitte angreifen? Dankeschön. Vielen Dank. Ich dachte schon, ob ich ein bisschen lauter werden muss, aber nee, muss ich nicht. Muss ich nicht. Weil ich will ja auch eigentlich. Ich spiele nur mit Liebe und ganz vielen Spaßigkeiten hier genießen und nicht ganz schlechte Sachen hier übers Spiel erzählen. Das ist mir auch wichtig, kann man auf jeden Fall auch sagen. Sehr schön. Okay. Und wie man sieht, ist auch auf der Kamera, also auf der Kamera leuchtet der Wolf, ne? Also diese gelben, diese weißen Flecken, die leuchten ja in diesem Spiel und also in der Kamera zumindest leuchten die.
Also die weißen Fels oder die ganzen weißen Felder von, also die Felderhaare von der Wolf hier. Und deswegen sieht es aus, dass es verschwommen ist, aber nee, es ist nur das Licht, das Weiße, das mich ein bisschen irritiert, aber gut. So. Ich kann aber auch nichts machen, aber ist egal. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mich umgucken hier. Ich glaube, es ist eine gute Lösung, glaube ich auch. Das ist eine gute Lösung, würde ich auch sagen. Okay, vielen Dank. So. Der war schon drin, da muss ich hin. Das will ich sagen, gehen wir einfach mal jetzt hier hin. Ich weiß nicht, ja, ich kann mir auch noch hier anrennen. Da kann ich mich auch noch safe anrennen, meine Freunde, an diesen Raum hier. Ja, ist auch sehr. Ich glaube, er kann hier irgendwo. Genau, einen Hebel treffen. Man kann auf jeden Fall wieder einen Hebel hier aktivieren. Sorry, hab ich falsch gesagt. Egal. So, zack. Daumen gemacht. Hast du echt toll gemacht. Vielen Dank. Kein Problem. So, weiter geht's, meine Freunde. Sehr schön. Ah, geil. Was haben wir eigentlich hier für Sachen? Ich bin sehr gespannt, was wir eigentlich hier für Sachen haben. Da kommen wir wohl nicht durch, leider. Das ist sehr schade, aber ist egal. Dankeschön. Juhu. So, egal. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht rein, meine Freunde, aber ich gebe nicht auf, meine Freunde. Muss euch ganz ehrlich sagen, ich gehe nicht auf, meine Freunde. Ich gehe einfach nicht auf. Ich will einfach hier ganz in Ruhe entspannt das Spiel spielen. Und das ist auch mein Vergnügen. Also für mich ist es zumindest wichtig, dass ich das Spiel einfach spielen werde hier und auch spielen kann. Das ist der von dir. So, ist das hier vielleicht ein Hebel dafür, um dieses Tor zu öffnen? Ja, ist die ganze aus. Sehr nice. Und das bringt das Wasser also nach oben. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ebbe oder Flut, ach egal, Ebbe oder Flut. Ich komme damit nicht zurecht, weil ich interessiere mich da nicht. Ich interessiere mich leider dafür nicht ganz so gut, meine Freunde. Deswegen, sorry, aber ist egal. So, und ich glaube, jetzt kommt das, wo ich nicht so ganz das Spiel verstanden habe. Oder habe ich das jetzt gerade schon wieder alles gelöst hier? Weil früher, ich habe irgendwie früher einen dummen Hänger gehabt. Früher habe ich einen dummen Hänger gehabt als weiß ich nicht, als zweiter. Ich wollte das Spiel halt nochmal alleine spielen, ohne es nochmal. Also ich habe halt am Anfang habe ich halt es mit einer Person gespielt zusammen, also mit einer Familienmitgliederin. Ich denke auch nochmal die Person, die das auch angeguckt hat früher das Spiel hier. Also das war echt toll. Ah, okay, jetzt geht's hier rein. Jetzt geht's hier rein, meine Freunde. Wir sind auch hier richtig wohl. Sehr schön. Das freut mich wirklich sehr, dass wir hier auch richtig sind. Und das ist auch interessant hier. Das ist sehr, sehr gruselig hier auf jeden Fall, aber ich bin auch sehr gespannt, was uns auch eigentlich hier so, also was uns auch einfach hier so einfach alles noch erwartet. Finde ich sehr, sehr schön. Komm schon hierher. Auf jeden Fall, vielen Dank. Ich warte sehr gerne, aber auf meiner Seite kommen, das musst du schnell selbst schaffen. Ja, also auf jeden Fall, ich hoffe, ich schaffe es zumindest. Ich hoffe, ich schaffe es zumindest. Aber ich glaube, so schwer ist es, glaube ich, gar nicht. Oder nicht? Ah, nach unten, ne? Aber da unten ist da nichts. Ich wollte eigentlich erst die ganzen vier hier besiegen, aber nee, du lässt mich ja nicht nochmal in Ruhe, du lässt mich ja nicht in Ruhe hier machen. Ist egal, let's go. Ja, ich mache es doch, aber wenn ich hier kämpfen möchte, ob du aufhörst, mich hier zu verarschen, okay. Und auch mich irgendwie absenken, weil ich ja auch beim Kämpfen konzentriert bin, deswegen. Ich kann nicht immer so viel deine ganzen Befehle nachmachen. So. Aber jetzt muss ich wohl das Wasser nach. Ach so, okay, ich verstehe schon. Muss ich das Wasser jetzt ableiten? Ja oder nein? Das ist eine gute Frage. Aber wie mache ich das denn am besten? Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen dumm gerade für. Oder gibt's vielleicht auch hier irgendwo einen Weg dahin oder wie? Ich bin sehr interessiert, weil man muss mit Sicherheit hier das Wasser ablassen, dass man da reinkommen kann. In dieser Höhle da. Oder kann der Wolf tauchen? Ich glaube nicht. Das kann er nicht. Aber ist egal. Auf jeden Fall soll ich das Wasser ablassen. Und das war, glaube ich, das Problem von früher. Das müsste das Problem sein, meine Freunde. Hier oder hier rein vielleicht? Geh auch nicht. Aber gut. Ach da, okay. Ja, Entschuldigung. Ach, egal. Ist das vielleicht das Wasser, was ich da unten hier tun machen kann? Tun machen kann? Oder auch machen kann? Nee, hier. Hier geht's rein. Okay, ja, egal. Ah, ist das vielleicht ein Durchgang? Ist das Durchgang vielleicht irgendwo hin? Ja. Ah, okay. Ah, interessant. Kannst du mich kaputt machen, wenn ich das dir sage? Vielen Dank, dass du das machst dann. Aber erst nach sehr langer Zeit, dann machst du dann das kaputt, was ich auch möchte. Okay. Vielen Dank.
ist, das ist doch ein Geist, das ist doch so ein komischer Mensch, der tot ist. Genauso wie bei Closed Dotan. Also irgendwie erinnert mich das Spiel einem Closed Dotan ohne Scheiß, weil mich die ganzen wie so auch einfach anerinnern. Also an Closed Dotan kann ich mich auch erinnern an das Spiel. Deswegen, so ein bisschen Zelda Twilight Princess und Closed Dotan Zusammenarbeit, kann man sagen. Okay, vielen Dank. Weil, das sind wohl Zeitmenschen, die halt früher oder vor ein paar Monaten noch hier waren und haben hier was gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, ich habe da einfach eine Erinnerung von Closed Dotan. Das ist einfach ein geiles Spiel. Es macht auch Spieß. Es macht auch schon spießig Spaß. Es macht dann wirklich auch spießig Spaß, meine Freunde, muss ich auch einfach nur sagen. Und das Let's Playen wir auch. Das Let's Playen wir auch gerade noch, meine Freunde, also noch aktuell gerade. Also es wird nicht mehr lange dauern. Es wird nicht mehr lange gehen und auch gehen, aber okay. Wir gucken mal, meine Freunde, wir gucken mal, wie lange es noch geht. Ich bin sehr gespannt, wie lange es auch noch dehnen werden. Wie lange wir es dehnen wie ein Flummi. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir es noch dehnen, meine Freunde. Wie lange wir es noch dehnen. Dehnen wie ein Flummi-Kopf. Wie ein Flummi, wie eine Knete. Wie auch immer, ich bin sehr gespannt. Okay. Aber ohne Scheiß oder auch ohne Schütz. Ich finde die Monster auch sehr komisch hier. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen sie eigentlich her? Ja, ist auch komisch, finde ich auch. Das ist eigentlich ein bisschen komisch, aber gut. Aber ist eine gute Frage, weil ich nicht weiter komme. Aber gut, war bei ihm. Dankeschön. Komme ich vielleicht hier weiter? Ist das eine gute Idee? Ja, nein, ich weiß nicht. Ich leider falsch, aber ist das hier. Ist das vielleicht hier der Durchgang? Ja, ich glaube, dass man hier. Oder? Ich weiß nicht, was geht. Doch, geht. Das ist gut, meine Freunde. Ich bin extrem glücklich, meine Freunde. Ich muss euch einfach nur sagen, ich bin einfach extrem glücklich, meine Freunde. Ich bin wirklich extrem glücklich. Aber jetzt muss ich wissen, wie ich da hinkomme. Zu diesem Tunnel da unten. Deswegen. Das ist eine gute Frage auf jeden Fall, würde ich auch sagen, genau. Ach so, kann man da reingehen vielleicht? Ja, kann man auch reingehen. Okay, sehr, sehr, sehr interessant. Dankeschön, dass du mich nicht mal in Ruhe hier lässt. Ein dreckiges Monster, ey. Na, aber jetzt. Ah, Herz, okay. Herz haben wir auch bekommen, sehr schön. Das wäre langsam, sonst hätten wir bestimmt ein Fell gehabt. Oder ein Game Over auch noch. Schlimmes Fall ist noch ein Game Over. Aber das möchte ich als Spieler auf keinen Fall erleben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß nicht, ob ihr ein Game Over sehen würdet oder wollt. Wenn ich jetzt hier sterben würde, würdet ihr, glaube ich, euch kaputt lachen. Aber ist egal, so. Doch, ich bin richtig, okay, ich bin richtig, meine Freunde. Ich bin einfach extrem richtig, meine Freunde. Es gibt sogar zwei, aber ach, okay, ich war dumm, ich war einfach dumm, indem ich. Ich muss einfach euch nur sagen, meine Freunde, ich war einfach dumm, indem ich früher als Kind. Also als noch Kind. Ich weiß nicht, ob ich Kind war früher noch. Vor 3 Jahren. Oder vor 2 Jahren. Ach egal. Ich war einfach früher so ein bisschen dämlich. Aber jetzt habe ich es auch drauf, meine Freunde. Ohne Scheiß. Ich habe mir sogar noch Sorgen gemacht. Ich habe mir auch noch Sorgen gemacht, ob ich das Spiel oder das ganze Gebiet hier nicht schaffe. Aber nee, doch. Habe ich sogar noch geschafft bis jetzt. Ich glaube, jetzt gibt es erstmal so eine Phase, dass es nicht so schwer ist. Deswegen bin ich auch jetzt sehr froh, meine Freunde, dass wir auch jetzt einfach mal, ja, endlich mal weiterkommen in diesem Spiel. Finde ich schön, dass ich ordentlich mal jetzt weiterkommen kann hier. Ohne irgendwie festzusetzen. Das finde ich echt schön. Das freue ich wirklich sehr. Vielen Dank. So. Was kann ich denn tun? Was kann ich dir denn helfen? Wie kann ich dir denn eigentlich helfen, wenn ich darf? Wenn ich darf, wie kann ich dir denn eigentlich helfen? Ihr gehört zu den Hellwolves. Ich bin doch nur. Ein einfacher Soldat, der niemanden Böses will. Ah, okay, interessant. Bitte errettet mich vor diesen schwarzen Monstern. Waha, ah, interessant. Ja, ich weiß, alles gut. So. Sonst komme ich in die Weite, ne? Aber gut, hier haben wir auch einfach auch noch so ein kleines Wühlbäckchen oder so eine kleine Sache, um zu wühlen. Und da finden wir doch auch ein Herz. Das ist ja echt geil. Das Herz können wir halt halb brauchen. So. Und jetzt sind wir auch hier, meine Freunde, und ich bin sehr daran, dass wir es geschafft haben. Bis jetzt. Sehr schön. Sehr toll. Wir haben es geschafft, meine Freunde. Ich bin wirklich sehr, sehr erleichtert, dass ich das einfach so gut und auch einfach geschafft habe. Das muss ich einfach euch nur eben so sagen. Das muss ich euch mal eben nur mal so gesagt haben oder auch sagten, dass ich einfach extrem glücklich bin, dass ich auch einfach mal das geschafft habe. Finde ich wirklich schön. Ohne Shit. Hey, manchmal führen unsere Umwege eben auch ans Ziel. Ja, auf jeden Fall. Übrigens, schärfst du auch immer mit deinem Gespür auf.
auf X oder mit X. Anscheinend sind die Geister hier ausschließlich Soldaten. Auf jeden Fall würde ich auch sagen. Sag mal, was meinst du, wo wir hier sind? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ist eine gute Frage auf jeden Fall, würde ich auch sagen, dass es eine gute Frage ist. Alles klar. Du willst doch hier raus, oder? Also gut, Abmarsch. Also gut, Abmarsch. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Aber keinen Stress machen. Keinen Stress machen. Okay, das ist auch noch machbar. Das kenne ich auch noch im Frühjahr. Da bin ich früher immer runtergefallen und da habe ich mich immer geärgert. Aber das war jetzt nicht so schwer. Das schaffen wir auf jeden Fall. Das ist so eine Art Treppenturm. Und ich habe früher auch Albträume gehabt von so Treppen. Also ich wollte euch mal eben sagen, also ich wollte euch einfach sagen, die Form hier, also der Turmhaus, dieser Turmhaus oder der Turmhaus, wie auch immer, meine Freunde, ja, erinnert mich ein bisschen an meinen Albtraum von früher, als ich immer als Kind immer so einen Scheiß geträumt habe, als Kind immer. Aber schön, dass ich früher, ja, das gehabt hatte, also nee, hatte ich nicht. Habe ich echt nicht gern gehabt, aber gut, dass ich das jetzt nicht mehr haben muss. So, und wie komme ich jetzt weiter, meine Freunde? Ah, okay. Das geht nicht, aber ist egal, kein Problem. Vielen Dank. Ach Mann, was sollte denn das werden? Ja, du bist schuld, nicht ich. Du bist schuld. Aber jetzt komme ich mit Sicherheit auch ran, weil ich dir auch helfen muss. Oder hilfst du mir gleich, du dummes Ding, ey? Ah, okay. Ah, du hilfst mir doch. Du hilfst mir doch, du dummes Mädchen, ey, Spaß, ich mache nur Spaß, ich übertreibe, aber ist egal. Alles klar, vielen Dank beim Video, vielen Dank. Sag mal, ist das denn so schwer? Ich glaube nicht, meine Freunde, aber ist egal. Ich zeige dir, wo du halt findest. Nimm mich einfach mit ZL ins Visier. Okay, mache ich auf jeden Fall, vielen Dank. So, das ist, glaube ich, auch noch machbar, ja. Zack. Geil. Es sagt zwar knapp, aber wir haben es noch geschafft, meine Freunde. Schön, dass wir es gerade noch geschafft haben. Wir sind wohl so fett für das ganze brüchige Treppen. Für diese ganzen Treppen hier, die sich in Luft auflösen und ja, die einfach gefühlt in Sa die gefühlt auf oder auch aus Sand bestehen, auf sandlastigen billigen Sand entstehen oder auch auf oder auch irgendwie entstehen oder auch aus oder auch darauf oder auch da oder auch davon existieren oder auch darauf von billigen Sand einfach nur ja ist also entstehen oder auch ex oder auch entstehen. Entschuldigung, ich habe gerade nicht mich konzentriert, aber ist egal. So, zack. Sehr nice. Okay. Auch nice gemacht. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange, also wie viel, wie lange, also wie viel, wie einfach hier. Das schaffen wir in diesem Part hier. Okay. Dankeschön. Ganz entspannt, genau. Sehr schön. Okay, aufpassen jetzt wieder. Auf L drücken, genau. Schön auf L drücken. Also meistens, also man sollte sich sicherstellen, dass es auch gefährlich sein kann, meine Freunde, aber ich habe es bis hier oben geschafft, meine Freunde. Ich bin sehr gespannt und auch sehr, sehr glücklich, kann ich sagen. Und ja, man sollte wirklich zur Not auf ZL auch gedrückt halten, dass man nicht runterfällt. Weil wenn man nach unten fällt, muss man natürlich den ganzen Raum oder den ganzen, ja, Turm mal nicht halt von unten nach oben wieder nach oben laufen. Nach unten von oben nach oben laufen. So. Und das wäre ein bisschen pissig und ich glaube, für euch wird es auch langweilig, wird aber gut, dass ich halt nicht nur, also das erste Mal das Bussmann. Ich muss euch leider das erste Mal. Ich muss es so. Ich musste leider das erste Mal runterfallen. Das war ich nicht, das war das Spiel. Das Spiel wollte nämlich wissen. Das Spiel wollte mir einfach zeigen, dass man es nur mit der doofen mitmachen kann. Mit der Mittner natürlich. Nein, Spaß. Eigentlich ist ja nett, aber sie ist ein bisschen angepisst auf jeden Fall. Aber gut, so. Da oben geht es nicht weiter. Ich würde sagen, dann gehen wir auch einfach mal jetzt hier raus. Wenn ich zumindest darf. Oder darf ich da oben nicht hin? Ach doch. Doch hier. Ach so, und schon wusste ich, ob ich da hoch nicht gehen kann. Aber ist egal. Doch kein Problem. Vielen Dank. Inzwischen weißt du doch sicher, wo wir sind oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Ah, da oben ist aber passiert, meine Freunde. Ach cool, okay. Da oben ist auf jeden Fall eine Tür an. Aufgegangen, war nicht. Aber ist egal. Machen wir auf jeden Fall auch gleich unser Weg. Vielen Dank. Naja, machen wir. Wenn wir es schaffen, dann sind wir auf jeden Fall auch noch glücklicher. Würde ich auch sagen. Okay, das war echt ein fucking Fail gerade. Aber der erste brüchige Fail da. Der war die Familie, der war nämlich vom Spiel vorprogrammiert. Und das verstehe ich auch nicht. Ich hab gerade auf ZL gedrückt, aber nee, natürlich lässt man mich immer verarschen. Also man verarscht mich zumindest hier. Okay.
Das gemacht, okay. Es war auch spannend, aber gut, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, meine Freunde. Nach ja ungefähr 20 Minuten, dass ihr einfach alles erreicht. Vielen Dank, alles klar, danke schön. Vielen Dank. Tausend Dank, alles klar. Haben wir echt toll gemacht, würde ich auch sagen, alles klar. Schön gemacht, schön gemacht und schön gemacht. Ja, macht mir auch echt Spaß, kann ich zumindest sagen. Ich kann zumindest sagen, ob es mir auch einfach viel Spaß gemacht hat, würde ich auch sagen, genau, alles klar. Tausend Dank. Sehr schön. Haben wir echt nice gemacht, würde ich auch sagen. Okay, endlich draußen. Genau, würde ich auch sagen. Und sieh nur, wie schön heute Abend die schwarzen Wolken am Himmel dahin ziehen. Und weißt du was jetzt, wo wir sind? Oder hast du es immer noch nicht gemerkt? Es gibt da jemanden, der dich kennenlernen will. Ach, ist das nicht die Zelda? Ist das nicht die Zelda, die wir kennenlernen? Die Zelda, meine ich, die Zelda. Also die richtige Zelda. Wohnt die nicht irgendwo hier, vielleicht, meine Freunde? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber vielleicht wohnt die auch einfach hier, die Zelda. Kann auch sein, meine Freunde. Ich bin mir aber halt die ganze Zeit sicher. Aber guck mal. Es gibt da jemanden, der dich halt da im Turm kennenlernen möchte. Oder auch will und so. Egal. So. Der dich da einfach kennenlernen will. Ach, komm einfach jetzt. Komm, ach. Komm einfach jetzt. Wir müssen los. Ja, ist ja gut. Aber bitte nicht so aggressiv. Und ist das nicht die Tür, die wir hier. Achso, das ist die Tür, die wir nicht aufmachen konnten, weil da irgendwie Bug drin ist oder auch was anderes. Aber diese. Ohrtür, die jetzt funktioniert. Okay, sehr schön. Sehr schön. Sehr nice. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt speichern würde ich dann hier rauskommen oder würde ich dann unten wieder ankommen? Gute Frage, ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich die Folge, bis ich fertig bin mit diesem ganzen Gebiet, machen soll. Soll ich das ganze Gebiet vielleicht auch mal allein machen ohne euch? Oder soll ich vielleicht auch unterbrechen einfach den Part dann auch? Egal, komm. Was? Hier ist auch ein Gast. Okay, würde ich auch sagen. Du hast es wohl nicht bemerkt, bevor wir hier gekommen sind, oder? Ja. Diese armen Dinger sehen zwar die schwarzen Monster, aber dich können sie nicht sehen. Du denkst, ich lüge? Na, dann verwende doch mal dein X-Gespür. Machen wir. Hallo, da ist der bei euch. Monster, aha, interessant, vielen Dank. Ah, okay. Toll gemacht. Aber die Musik ist echt cool. Die ist echt toll und cool und cool. Einfach nur die Musik. Die ist einfach schon düsterisch und sehr gut, meine Freunde, würde ich auch sagen. Dieser arme Soldat war es nicht, den ich mir nicht dir vorstellen wollte. Also komm schon, ja, mach ich doch. Wenn du mich immer zu lange bist, du dreckiges Schwein, dann erwarte doch nicht jedes Mal, ob ich immer mit dir reden oder auch dahin gehe. Wenn du mich mehr ablenkst, dann kann ich auch nicht in Ruhe dahin gehen. Weil wenn du jedes Mal mit mir sprichst, dann verlangst du auch noch, ob ich mit dir irgendwie dahin gehe. Aber wenn du mich immer störst mit der ganzen Gelaber, dann kann ich auch gar nicht dahin gehen, weil du mich immer ansprichst. Dreckiges Ding, ich mag deine Art einfach nicht. Ich mag deine Art und deine ganzen Benehmungen auf jeden Fall nicht. Ich finde dich einfach unsympathisch gerade. Aber ich glaube, du bist sonst eine nette Frau, ne? Eine nette Hilferin, genau wie auch in Skyward Sword. Auch wenn ich die in Skyward Sword ein bisschen besser finde. Ich finde es persönlich so, dass ich die in Skyward Sword besser finde, die Helferin. Das ist halt fair, wie auch immer die heißt. Egal, ist bescheid egal, meine Freunde, aber ist egal. Genauso. Zum Anschluss dumm. Genau da oben. Es gibt da eine Person, die dich. Oh, die Fratz, einfach, du Nervenball, ey. Ich raste aus gleich hier. Wenn du noch einmal sagst, ich soll da. Ich soll jetzt einfach hier irgendwie eine Person treffen oder solche. Oder ob ich irgendwie. Eine dumme Frau treffst oder so, dann flipp ich aus, ja, weil ich will hier in Ruhe spielen, ja, so. Dann verlangst du auch noch von mir, ob ich dich hier dahin trufe. Wenn mich jedes Mal anspricht und noch immer hier nervt mit deinem ganzen Laber, komme ich ja nicht mehr rein. Dann komme ich auch nicht voran, meine Frau, weil wenn ich jedes Mal, wenn ich immer versuchen will, immer weiter zu kommen und wenn du mich immer damit unterbrichst, dann kann ich auch nie weiterkommen, meine Freunde. Ich kann einfach nicht weiterkommen, wenn du mich laufen mit deinem scheiß Gespräch oder sprichst, meine ich, sorry. So, ich bin einfach mal ein bisschen ruhig, okay? Sorry. So. Was haben wir denn hier bekommen, meine Freunde? Wir haben einen dreckigen Achter bekommen. Diesen hässlichen. Egal, halt nicht. Da halt nicht, meine Freunde. Ach, egal, komm. Es tut leid, meine Freunde, aber ist egal. So. Komm, ist her, du Arschloch. Ja, du bist echt gemein, ne? Ah, okay. Ey, ach Mann, ey, ich darf. Doch nicht, du hast, ey. Ach Mann, ey. Ich will nicht schon wieder jetzt hier. Ach nee, ey, bitte nicht. Ich will nicht wieder von der Stadt, wo ich gestartet habe. Okay, ich hoffe nicht. Aber ich hab Glück gehabt, okay.
Okay, ich habe echt Glück gehabt, meine Freunde. Ohne Scheiß. Ich hätte echt Glück gehabt, meine Freunde. Aber ist egal. So, ich hoffe, wenn ich gleich den Telebildschirm, weil ich auch nicht meine Freunde, irgendwie aktiviere, dann passiert auch hoffentlich nichts. Aber ich glaube nicht. So. Ah, es ist top gemacht, ne? Schön gemacht. Ist echt ein tolles Gebiet hier. Auch wenn es ein bisschen gruselig ist, aber es ist auch irgendwie geil gemacht. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. So ein bisschen unheimlich gruselig, aber es ist auch egal. So ein bisschen Schloss Halvor-Art. Ist halt so ein bisschen Schloss Halvor-Style, so ein bisschen gruselig auf jeden Fall. Ich glaube, es ist doch auch Schloss Halvor. Wenn mich nicht irre, ist es doch auch Schloss Halvor. Ich spiel halt nicht so ganz viel. Ich bin mir aber ziemlich doch sicher, ob das doch das ganze Schloss Halvor sein soll hier. Das ganze gruselige Zeug hier oder auch das ganze Gebiet halt, meine ich. Aber ist egal. Warte mal, meine Freunde, warte mal eben. Falsch mehr, aber ist egal. Komm. Kann ich auch einmal da unten springen? Ja, nein, ich weiß nicht. Doch, ah, nee, geht nicht. Ich soll hier wieder diesen Scheiß machen. Ja, mache ich. Diesen Sprungscheiß mit bitten. Ah, ist egal, schon. Alles klar, vielen Dank, genauso Dank. Okay, auch gut gemacht. Wir klettern einfach auf dem Haus. Na, echt geil gemacht. Vielen Dank. Das ist echt eine schöne Idee von diesem Spiel. Schön gemacht. Und hier noch mehr Rubine, vielen Dank. Ah, toll, okay. Nice. Ich möchte einfach alles erkunden. Ich möchte zumindest ja, fast alles erkunden, dass ich auch weiß, was es auch über Sachen gibt. Ich weiß, es ist nicht einfach alles zu finden, aber ich will halt trotzdem mal ein bisschen auf die Spur gehen hier. So, hau ab, du Arschloch, okay. So, jetzt bist du hoffentlich weg und stirbst für immer hoffentlich. Das wäre der von dir. Vielen Dank. So, sind wir jetzt angekommen? Ja oder nein? Ich bin mir halt nicht, ob wir angekommen sind, aber okay, wir gucken mal, meine Freunde. Wir gucken mal in Ruhe hier, ob wir jetzt eventuell doch angekommen sind. Aber wir gucken mal. So, schon mal sieht, genau. So, sind wir angekommen? Ja oder nein? Ich bin mir halt nicht sicher, meine Freunde. Ohne Scheiß. So, sind wir jetzt angekommen? Ja oder nein? In diesen Schloss Halvor-Gang da oder in dieser ganzen Gasterei. Ja, doch, wir sind angekommen, meine Freunde. Wisst ihr was, meine Freunde? Ich werde jetzt sogar mit euch diesen Schloss Halvor-Gang einfach mal machen, okay? Wenn ich es darf, zumindest. Wisst ihr was, meine Freunde? Wir werden einfach den Part verlängern. Ich habe einfach nur. Ich hatte eigentlich nur geplant, ungefähr 28 Minuten aufzunehmen, aber gut, dann mache ich ein bisschen länger. Dann werden wir einfach jetzt ein bisschen mehr hier Kram machen. Also, wir werden ein bisschen Story machen, zumindest. Viel Spaß beim Zuschauen. Dankeschön. So, ich bin sehr gespannt, was uns einfach hier erwarten wird. Let's go. Vielen Dank. Dann werden wir einfach ein bisschen weitermachen. Ich bin sehr gespannt. Alles klar. So, was ist eigentlich hier los, meine Freunde? Shit. Hallo, alles klar bei euch? Hallo. Hallöchen, na, was euch denn so hier passiert bei eurem Schloss? Ist ja auch alles dunster hier. Ist irgendwie komisch, na? Irgendwie komisch, finde ich auch. Sehr dunster auf jeden Fall geworden. Ja, genau, mitten ist auch hier da. Das ist recht. Mitten ist auch noch da, na? Mitten ist auch noch da. Würde ich auch sagen. Irritierend, aber auch wieder ist, würde ich auch sagen. Ja, genau. Ja, ihr erinnert euch also an mich. Ja, genau. Ich glaube schon, ob du mich an mich erinnerst. Das finde ich schön. Nach der Kreatur habt ihr also gesucht. Interessant. Er sieht zwar etwas seltsam aus, aber so spielt wohl das Leben. Ja, würde ich auch sagen. Alles klar. Tut lang. Schön gemacht. Tudum. Sehr schön. Du warst gefangen und nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Hast recht. Ja, toll. Na, hat gemacht. Verzeih mir gefällt. Hoffentlich darf ich jetzt auch verzeihen. Ich glaube, unser kleiner Freund weiß gar nicht, wo er ist und was hier eigentlich passiert. Glaube ich auch nicht, aber ist egal. Wollt ihr ihm nicht sagen, was ihr angestellt habt? Ach. Was das eigentlich heißt, aber ist egal, ist kein Problem. Vielen Dank. Ich glaube, das hat er sich redlich verdient. Meine Prinzessin. Prinzessin der Schatten. Auf jeden Fall. Dankeschön. Dumm, dumm. Ich finde das Spiel einfach so gut, ne? Gerade, es macht einfach wirklich viel Spaß. Es macht einfach wirklich viel Spaß, aber gut. Ja, ich höre dir zu. Ich höre dir gerade ganz schön sanft zu, wenn ich es zumindest so sagen darf. Egal, alles okay, Baby. Wir machen Ruhe hier. Vielen Dank. So. Also gut. Alles okay. Hör zu bitte mir, wenn es okay ist. Du befindest dich im Königreich. Ich habe mir fast schon gedacht, ob ich mich im Königreich Hallo beginne oder auch befinde. Aber irgendwie ist das Gruselig, dass ich hier ein bisschen gruseligen. Einen gruseligen Gang oder auch ein gruseliges Schloss Halvor hier in der Umgebung halt einfach gesehen habe. Hätte ich nie gedacht, ob das hier gruselig ist, das Schloss Halvor. Also zumindest jetzt ist es gerade gruselig, aber irgendwie irritierend, würde ich auch sagen. Aber alles okay, Baby, vielen Dank. In eben jemanden
Was ist das Wort? In jedem, eben jedem, also, sorry, dem ersten einstmals die Kraft der Göttinnen innewohnte. Okay, vielen Dank für deine Information. Okay, alter Verwalter. Aber diese Heilwut wurde von einem König überfallen. Okay, interessant, würde ich auch sagen. Ja, auf jeden Fall. Ist interessant, würde ich auch sagen, genau. Überfallen, der über die Schatten herrscht. Ah, interessant. Alles klar. Und in einen Ort, das ewigen Dimmelicht verwandelt, diesen Himmel von düsteren Wolken verhangen ist. Ah, interessant. Okay, viel Spaß dazu schauen, meine Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es gibt bestimmt einen Trailer. Ich auch. Dankeschön. Oder so ein Sequenz sein. Egal. Dankeschön. Genau. Eine Sequenz. Getimtes. Perfektes, geiles Timing. Okay, aufpassen jetzt. Let's go. Oh nein, scheiße. Schattenbiester, wusste ich doch, meine Freunde, wusste ich doch. Lustig. Aha. Oh mein Gott, Hilfe, ey, es ist so gruselig gerade einfach. Scheiße, aber ist egal. Gut, zu wissen, dass es so gruselig ist wie dieses Spiel. Es geht also richtig ab, meine Freunde, kann man sagen. Okay, aufpassen, jetzt wird echt schlimm, meine Freunde. Trefft eure Wahl, Kapration oder Tod. Oh Gott, scheiße, ja. Oh Gott, das wird echt gemein. Weht, ob das Volk von Heilwohl sterben soll oder, weiß ich nicht, leben soll oder sterben. Scheiße, aber ist egal, let's go, danke schön. Okay, interessant auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Ist echt interessant, aber auch irgendwie sehr, sehr, sehr bedrohlich. Also ich glaube, Zanto ist echt ein. Ich glaube, er heißt Zanto. Ich glaube, er ist ein bisschen fies und das ist der Böse, denke ich. Das müsste der Böse sein. Das müsste der Böse sein in diesem Spiel. Der größte Böse, Mann, nicht. Ich würde sagen, das ist der größte Böse. Der Bösewicht vom ganzen Spiel, würde ich sagen. Jetzt ohne Scheiß. Aber gut, danke schön. Alles klar. Oh, gruselig, aber gut. Sehr, sehr gruselig, aber ich bin auf jeden Fall erwachsen und auch sehr, sehr, sehr drüber fixiert. Finsternis hüllt Halvor ein und ohne das Licht sind die Menschen nur noch gespensthafte Wesen. Aber sie selbst, sie sich dessen noch nicht einmal bewusst. Ah, interessant, vielen Dank. Stattdessen leben sie noch in Furcht von den Wesen. Punkt. Punkt. Okay, sehr nice auf jeden Fall. Sehr nice Geschichte. Dankeschön. Interessant. Und ich bin die Herrscherin dieses Reiches. Ah, interessant. Vielen Dank. Du bist die Herrscherin des Reiches. Okay, danke schön. Dass du es mir gesagt hast. Du bist die Prinzessin Zelda, ne? Richtig, ne? Sehr schön. Das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank. Blum. Zelda. Ja, du bist Zelda. Wusste ich doch. Ja, und du hast es mir nicht gesagt. Du hast es mir nicht gesagt, Hilda, oder wie du heißt. Nee, Midna. Sorry, egal. Danke schön. Danke, dass du es mir nicht gesagt hast, aber du kriegst doch einfach alles zurück, das sage ich auf jeden Fall, dass du alles zurückbekommst. Aber gut. Nur mach doch nicht so ein trauriges Gesicht. Eigentlich lebe es sich hier gar nicht so schlecht. Ich meine, sie sind ein paar Schatten mehr in der Welt, wirklich so schlimm. Mitten, die Wesen der Finsternis versuchen, eure Habschaft zu werden. Sag mir warum. Sag mir warum, meine Freunde, und sag mir warum. Ich will einfach wissen, warum. Tja, warum wohl? Wegen dir, weil du so dick bist. Nee, weil du eine richtige Macht hast, kann man sagen. Bald werden die Wachen hier sein. Okay, interessant. Interessant, dass ich es weiß. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir auch so, meine Freunde, würde ich auch sagen. Viel besser, solange ihr noch könnt. Okay, machen wir. Solange wir noch können, fliegen wir auf jeden Fall, meine Freunde. Sonst haben wir echt ein Problem. Aber gut, Dankeschön. Alles okay, wir machen Ruhe hier. Alles gut. Ah, da sind sie doch. Aha. Verdammt, da sind sie schon. Was für aufdringliche Typen. Ah, da oben. Okay, da oben ist noch ein Durchgang. Okay, interessant. Vielen Dank.
Das ist eigentlich eine gute Idee, würde ich auch sagen. Okay, jetzt. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, sehr schön. Sehr nice. Toll. Und jetzt? Wo geht's denn lang? Ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen, aber guck mal, meine Freunde, guck mal in Ruhe hier. Nice. Ah, okay. Ich hab's dir doch versprochen, also bring ich dich jetzt nach hin, wo du herkommen bist. Ich frage mich nur und so, ne? Aber gut. Egal, alles gut, Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Ja, ist mir scheißegal, was du machst, ey. Lass dich doch nicht. Hör auf damit. Das macht mir einfach Angst, okay? Das machst du bitte nicht nochmal, sonst bin ich echt sauer und wütend auf dich, okay? Hör auf damit, Dankeschön. Hey, willst du sie retten? Willst du sie retten? Dann musst du mir auch einfach helfen, okay? Wenn es okay ist. Ich könnte dir dabei helfen. Ich könnte dir dabei helfen. Allerdings musst du mir auch. Musst du auch mal dir sein. Also du musst mir auch helfen, Mann, nicht, ne? Okay? Natürlich mache ich das. Natürlich mache ich das, aber nicht so einfach, okay, wenn ich das darf zumindest. Dankeschön. Oh, es war jetzt schon wieder ein langer Part hier, also. Aber wir hatten echt Spaß gehabt. Also ich hatte zumindest Spaß gehabt hier, dieses Spiel. Schön. Okay, jetzt sind wir wieder zurück, meine Freunde. Ich bin einfach echt extrem geil, dass wir einfach gestern schon wieder geschafft haben, meine Freunde. Das macht mir einfach wirklich viel Spaß, das Spiel zu spielen, meine Freunde. Ohne Scheiß. Sehr schön. Wir haben es endlich geschafft, meine Freunde. Oh Gott, bin ich einfach froh. Dankeschön. Ach so, eine Kleinigkeit. Hätte ich doch fast vergessen. Dankeschön. Auch wenn ich aus Fetten komme und so. Dankeschön. Ah, okay. Dankeschön. Hehe, man sieht sich. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda 2.